Hi, hier ist Luise von geburtsreflex.de und ich habe euch versprochen, eine Kurzversion zu machen zu den Zeichen, die die Babys machen, bevor sie anfangen zu schreien. Also Baby ohne Schreien. Welche Zeichen deuten denn darauf hin, dass das Kind eigentlich schon vorher kommuniziert, was es will? Und da das letzte Video dann doch ein bisschen ausgeufert ist, dachte ich, ich mache noch mal eine Kurzversion von den Zeichen. Und wenn du dann Lust hast, dir doch noch mal das ganze Video anzuschauen, dann kannst du das halt auch hier machen. Ich verlinke es einfach. Und zwar die Kurzversion. Alle Kinder auf der ganzen Welt kommunizieren über bestimmte Laute mit ihren Eltern, meistens Müttern, weil die halt eben die Versorgungsquelle von der Natur gegebene ist. Und dementsprechend gibt es fünf Laute, die überall auf der Welt alle Babys gleich machen. Das hat eine Person rausgefunden, nämlich eine Frau, die mit Nachnamen Dunstan heißt. Und deswegen heißt es auch häufig Dunstan-Babysprache, obwohl ich finde, dass das quasi so eine allgemeine Babysprache ist, die eben auf der ganzen Welt gesprochen wird. Und die fünf Zeichen sind... Das erste Zeichen ist Nee, Nee. Also mein Sohn und ich machen das immer noch zusammen. Der ist jetzt ein bisschen über drei, darüber zu sprechen. Hey, weißt du noch damals? Nee, Nee und so. Und da weiß sofort, was gemeint ist. An die Brust. Das wichtigste Zeichen. Hunger, Durst und Nähebedürfnis zu stillen. Und es ist wichtig. Das sind diese drei. Es ist nicht nur Essen und Trinken, sondern es ist auch wirklich das Nähebedürfnis, körperlich nah an der Mutter zu sein, am besten Haut-auf-Haut-Kontakt. Wir haben das auch gerne in der Badewanne gemacht, wenn das halt irgendwie nicht anders wie möglich war. Einfach um wirklich diesen natürlichen Fluss an Hormonen, der dabei im Kind abgeht, der dabei der Mutter abgeht, noch mehr in Schwung zu bringen, weil das eben dieser natürliche Weg ist, dass wir halt durch den Hautkontakt die Hormone am besten ausgeschüttet werden. Genau, Nee, Nee. Nee, Nee heißt ja an die Brust. Genau. Ich lasse es einfach damit, alles andere in einem anderen Video. Zweiter Laut. Zweiter Laut ist Au. Au, au. Man könnte denken, das Kind hat eine Aua. Ist es aber nicht. Es ist müde. Es ist müde und möchte jetzt schlafen. Das heißt, lass mich in Ruhe. Mach nicht irgendwie an mir rum, sondern lass mich endlich schlafen. Oder still mich in den Schlaf oder trag mich in den Schlaf. Leg dich neben mich hin und wir liegen gemeinsam. Beruhige dich, Mama. Das ist halt auch noch so ein Thema. Beruhige dich bitte, atme zum Beispiel langsamer aus, als du einatmest, weil du bist so aufgekratzt, Mama, das tut mir nicht gut, ich bin müde, ich möchte schlafen und wenn du so aufgekratzt bist, dann kann ich nicht schlafen. Weil das ist ganz häufig so, dass Kinder und Eltern miteinander in dieser Koregulationsfalle auch drin stecken, dass die Kinder dann immer mehr schreien und dass die Eltern immer mehr hochputscht und die immer weniger runterkommen. Und das ist eine Teufelsspirale, wo man dann manchmal denken könnte, ich habe ein Streikind. Nee, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir leider ganz viele eigene Traumata haben, die gerne auch aktiviert werden, sobald wir Mutter, Vater werden und die im Untergrund halt schreien. Also ganz häufig ist es auch so, dass wir unser Baby zwar schreien sehen, aber das eigentlich unser eigenes inneres Kind ist. Und das ist eine Information, die habe ich im anderen Video nicht gesagt. Da werde ich auch nochmal ein separates Video zu machen. Und ich werde jetzt einfach hier an der Stelle auch aufhören, weil sonst wieder so ein langes Video wird. Ich bin echt nicht gut da drin. Also Nummer 3. Au, au war gerade Müdigkeit. Und Nummer 3 ist, was habe ich vorhin gesagt? Ich glaube, hey. Hey. Hey heißt, nee, danke, ich will nicht. Lass mich in Ruhe, geh weg von mir. Das möchte ich gerade nicht. Stopp. Das ist eine Abgrenzungsbewegung. Ne? Also es gibt Zeichen, die sind, ja, komm her zu mir oder ich möchte, dass du zu mir kommst, dass du dich um mich kümmerst. Und es gibt halt auch ein Zeichen, das sagt, lass mich in Ruhe. Ich möchte in meiner Autonomie, meine Autonomie soll gewahrt sein. Und ja, mein Körper, ich möchte, dass das mit meinem Körper nicht gemacht wird. Das tut mir nicht gut. Und das ist das wenigst verstandenste Zeichen und in unserer Gesellschaft auch
am wenigsten berücksichtigte Zeichen, einfach weil wir in einer sehr übergriffigen Kultur leben, die mit dem anderen einfach Macht macht, was sie will. Genau. Also das heißt, lass mich in Ruhe. Am besten noch mit einer Wegbewegung. Also das Kind bewegt sich irgendwie so weg und sagt, hey, weggucken. Auch so, wenn die ganz klein sind, dann kann es sein, dass die nur so weggucken oder mit dem Körper irgendwie versuchen, so ein bisschen wegzukommen, obwohl die noch nicht weg können. Babys, die krabbeln können oder laufen können, die rennen dann halt einfach schon mal weg von dem Ort, was ihnen nicht gut tut. Das ist aber meistens, wenn es halt die Bezugspersonen betrifft, ja, ein bisschen kritisch zu sehen, weil die ja eigentlich Sicherheit mit denen verbinden und in Verbindung sein wollen, weil das sind ja diejenigen, die um sie kümmern wollen. Das heißt, das kann schon sein, dass das einen Konflikt in dem Kind auflöst, wenn man dann halt immer noch weiter krapscht, obwohl das Kind schon hey gesagt hat. Genau, also da, das sind auch diese Zeichen, die ersten 2 Monate sind die noch gut da. Danach kann es sein, dass die nacheinander also quasi wie abgelernt sind, wenn man da nicht darauf eingeht. Man kann versuchen, da nochmal danach durch Interpretation und dann einfach die Laute noch sagen, das Nachlernen. Das habe ich auch in dem anderen Video nicht gesagt. Punkt Nummer 4. Wie kann man das hier sehen in dem Video? Ist A. A bedeutet meistens irgendwie, hier oben kommt irgendwas nie raus, was eigentlich... So irgendwas hängt hier im Kanal und ich will das rausbringen. Bedeutet ein Rülps oder irgendwie ein bisschen ein Speiserest oder irgendwas ist da drin. Ein Milchrest ist da irgendwie drin. Ich brauche jetzt gerade mal irgendwie ein Bäuerchen oder irgendwas. Genau, da ist was verstopft. E. Und der 5. Laut ist... Kurze Konzentration. Jetzt habe ich schon vergessen. Sag mal. Was haben wir denn? Nee. Au. Hey. Erre. Hinten raus. Genau. Also, der 5. Laut ist erre. Und zwar also so erre. Also das erre ist so ein bisschen lustig. Da will halt hinten was raus, ein Pups oder ein Kaki. Und da die Kinder uns ja normalerweise nicht ankacken oder irgendwas mit uns machen wollen, vor allen Dingen während, also beim Stillen geht ja gerne, wenn es vorne aufgeht, geht es auch gerne hinten auf. Das hat was damit zu tun, dass die Mundpartie und die Afterpartie, also dass diese Partien quasi gleichsam zur gleichen Zeit entwickelt werden im Mutterleib bei der Entwicklung. Deswegen ist es auch bei der Geburt, wenn man will, dass unten alles aufgeht, Mund aufmachen, weil das dazu führt, das ist miteinander verbunden. Dieses Schreien oder allgemein den Mund zu öffnen, führt dazu, dass hinten alles aufgeht. Ich schweife schon wieder ab. Es geht um den Laut RR und das heißt einfach, Mama, ich muss kacken. Ich setze mich bitte aufs Abhaltetöpfchen, halte unter, wenn ich am Stillen bin, halte bitte unter mich was drunter, damit ich dich nicht voll machen muss. Und das ist einfach also das ganze Geheimnis der Kommunikation mit den Kindern, sie in ihrer Autonomie oder in ihrem Kommunikationsbedürfnis, das ist ein wahres Bedürfnis, zu kommunizieren. Wir sind Säugetiere, die mit Sprache ausgestattet sind, wir wollen in Kommunikation treten, wir wollen kooperieren, Kinder kooperieren immer, dementsprechend... versuchen sie natürlich so gut, wie sie es können, wie ihre Anlagen sind, zu kooperieren. Und wenn wir dann halt offen sind dafür, dann kann die Beziehung zum Kind viel leichter werden, kann sehr gelingen. Das ist halt auch ein, ich stimme mich ein auf dich, ich bin feinfühlig eingestimmt auf das, was du, was deine Bedürfnisse sind. Das führt auch meistens dazu, dass wenn man diese Kommunikationszeichen wirklich verinnerlichen möchte oder Zugang dazu haben möchte, dann ist das Kind auch sehr nah bei einem. Dann wird es meistens getragen, um überhaupt die Zeichen mitzubekommen. Das heißt, es bekommt halt auch dort das, was in dem Kind eigentlich an Programm angelegt ist, dass viele getragen werden im ersten Jahr, halt auch direkt mit. Genau. Und hier auch nochmal der Hinweis, das ist eine Einladung.
Schau, was es mit dir macht, das anzuschauen. Schau, was es mit dir macht. Forsche, mach ein Spiel draus, mach's lustig, mach ohne Druck, weil ich habe mir den total gemacht, alle möglichen Sachen machen zu müssen und hatte aber nicht ein ausreichendes Netzwerk und bin dann voll im Mama-Burnout gelandet, beziehungsweise halt in meinen eigenen Entwicklungstraumata reingeschlittert mit Carajo, nur noch erschöpft gewesen und das ist echt nicht cool. Also sorgt gut für euch selbst und wenn das halt erstmal nicht fruchtet, dann ist es halt so, die Kinder kommen auch, die werden auch erwachsen, also die wachsen auch auf und die haben auch noch ihre eigenen Themen. Vielleicht will ein Kind eine bestimmte Art von Erfahrung machen, das wissen wir nicht. Wenn du es schaffst, das zu machen, verbinde dich mit anderen Müttern, sprech darüber, macht ein Spiel draus, ne? Also macht es euch leicht und wenn es halt nicht funktioniert, dann lasst es. Soll euch das Leben leichter machen und nicht noch eine Anforderung mehr obendrauf setzen. Genau, also sei achtsam mit dir selbst. Ich lade dich dazu ein. Das ist immer das Wichtigste im Umgang mit den Kindern, finde ich. Habe ich für mich erkannt, jetzt nach ein bisschen mehr als 3 Jahren mit Kind, achtsam mit mir selbst zu sein und halt auch meine Bedürfnisse in dem Moment zu checken. Hey, kann das sein, dass mir mein Kind eigentlich gerade vermittelt, du musst auf Toilette, Mama, komm, geh mal. Kann auch sein. Ja, also das entdecke ich nämlich gerade mit meinem Sohn und da werde ich wahrscheinlich so das nächste Video drüber machen. Vielen Dank, ihr Lieben. Eure Luise von geburtsreflex.de.